Irgendwann kamen sie auf die schöne Idee, wir könnten dieses Mittel oder diese Essenz ja ganz gut für Streichhölzer verwenden, weil es ist selbstentzündend, ab, glaube ich, einer Temperatur von über 35 Grad. Was aber passiert ist, als sie es in diesen Fabriken verwendet haben, es kam zu sehr, sehr starken Vergiftungen der Arbeiter. Dadurch, dass sie ständig diese Phosphordämpfe eingeatmet haben, indem sie sich beschäftigt, also eingeatmet haben, während der Arbeit mit dem Phosphor kam es zu starken Symptomen wie Übelkeit, Erbrechen, Durchfälle, Schwindel, Benommenheit, starke Brustschmerzen, Atembeschwerden. Und das sind alles Beschwerden, die wir in dem Phosphor-Mittelbild wiederfinden. Also ich habe es vorhin schon gesagt, starke Lungenbeschwerden, ne? Lungenentzündung auf der linken Seite vor allem, aber Übelkeit, Erbrechen, Durchfälle. Alles, was so diese Heftigkeit mit sich bringt. Ne? Ein ganz wichtiges Mittel für Schwindel und Benommenheit. Passt ja auch. Also Phosphor ist dieses Lichtwesen, das nicht so wirklich geerdet ist und so ein bisschen durch den Raum schwebt, schon halb erleuchtet, aber halt nicht ganz. Es gibt nur ganz wenig halt, und dem fehlt die Erdung. Also dem fehlt der Kontakt zum Boden. Und da passt es natürlich gut rein, dass es ein bisschen Schwindel ist und dass man nicht so ganz im Körper ist. Du hast gerade betont, auf der linken Seite. Warum? Ja, das... ich könnte mir jetzt eine Interpretation aus den Fingern ziehen, aber es ist so, wir haben oft Modalitäten, also Eigenschaften der Mittel. Und manche Mittel sind linksseitig stark betont und Phosphor hat eben eine sehr starke linksseitige Betonung. Könnte man jetzt vielleicht irgendwie diesen Mutter- oder weiblichen Aspekt mit reinbringen. Bei anderen Mitteln findest du eben die Betonung stark auf der rechten Seite. Und das wird später sehr hilfreich sein, wenn du in der Anamnese bist und dieser Patient sagt, ah, es ist bei mir alles auf der linken Seite und dann macht es Klick, ah ja, das könnte das Mittel sein oder das Mittel. Eine Erklärung aus der Signatur habe ich dazu nicht. Genau. Also, wie schon gesagt, Schwindel, Atemerkrankungen, Lungenentzündungen, großes Thema im Phosphor. Es gibt verschiedene Phosphorarten. Wir konzentrieren uns auf den weißen. Es gibt auch den roten und den schwarzen Phosphor, die auch alle schon bearbeitet wurden, in homöopathisch auch getestet wurden, die aber andere Eigenschaften mit sich bringen. Und es zählt, die zählen nicht zu den Polykresten. Also Polykreste, wenn ihr das noch nicht gehört habt, das sind die homöopathischen Mittel, die uns eigentlich am meisten begegnen in unserer Arbeit mit Patientinnen. Also das sind die Mittel, die so den größten Impact haben. Und da gehört eben Phosphor auch dazu. Und das Phosphor, das weiße, der weiße Phosphor, den wir verwenden, ist die flüchtigste und reaktivste Form, in der Phosphor vorkommt. Und das ist ganz interessant, weil Phosphor hat natürlich diese reaktive Art. Die sind nicht gefestigt. Also wir haben wieder dieses Thema, ich bin nicht in meinem Körper gefestigt, ich bin nicht in mir selbst gefestigt. Genau, wir haben das haben wir schon erwähnt, Phosphor ist die einzige nicht radioaktive Substanz, ist auch wichtig, die selbst nicht produzieren kann. Sehnen sich nach der Erleuchtung. Diese Nicht-Gefestigkeit und Grenzenlosigkeit, die dieses Wesen so mit sich bringt, ist wichtig in unserer Erfahrung, in unserer Heilererfahrung als Grenzgänger, die wir sind. Also wir werden uns mit Symptomatiken auseinandersetzen müssen, die Patientinnen so mit uns bringen. Und es kann natürlich auch über die Grenzen des Natürlichen hinausgehen. Also Phosphor, dieses Wesen, bringt keine Grenze mit sich. Das hat wahnsinnig tolle Fähigkeiten, weil es Hellsichtigkeiten mit sich bringt. Auf der anderen Seite bist du halt auch komplett offen für Einflüsse. Phosphor ist wahnsinnig leicht zu beeinflussen von außen, weil sie nicht in der Lage sind, ihre Grenze klar zu definieren. Und das birgt eine riesige Gefahr, ne? Wenn du so ein strahlendes, leuchtendes Wesen in dieser Welt da draußen bist, das so naiv durch die Welt tingelt, ist es natürlich auch ein gefundener Fressfeind für den einen oder anderen nicht so leuchtenden.
Und diese Ich-Grenzen, diese Ego-Grenzen sind wahnsinnig wichtig. Wenn wir uns auf dem Weg in die Anderswelt machen, da gibt es so einen schönen Spruch, der heißt, der Mystiker schwimmt im Ozean, in dem der Psychotiker ertrinkt. Und der Fokus bei diesem Spruch ist meistens auf dem Ozean, ja, dieses Ozean, diese Welt da draußen und so. Aber das ist nicht die Essenz dieses Spruchs, sondern was dieser Spruch uns eigentlich sagen will, ist, was dieser Unterschied zwischen dem Mystiker und dem Psychotiker ist. Was dieser Unterschied wirklich ist, ist die Ich-Grenze. Der Mystiker weiß immer, wer er ist. Der Mystiker hat klare Grenzen nach außen, die er definieren kann, sodass er sich selbst entscheidet, was er in sein System reinlässt und was nicht. Der Psychotiker schwimmt in der gleichen Welt, in diesem gleichen Ozean, dieser gleichen nicht alltäglichen Wirklichkeit, aber ist nicht mehr hier auf der Erde. Der ist nicht mehr verbunden, nicht mehr gewurzelt, und das birgt die unglaubliche Gefahr, dass er alles Mögliche von außen in sich aufnimmt. Und wenn du wirklich dich auf diese Reise machen willst, musst du halt mit beiden Füßen am Boden sein. Und das sind oft Wesen, phosphorische Menschen, die wir treffen. Das sind Menschen, die irgendwie stundenlang auf ihre Krone, auf ihr drittes Auge meditiert haben, die in starker Verbindung mit der Welt nach oben stehen, die mit ihren Geistern, mit ihren Engeln in Kontakt stehen. Ganz großes Thema sind Engel bei Phosphor, die wieder hochkommen. Ihre schamanische Kraft, ihre, weil Schamanismus schon wieder was Erdendes mit sich hat. Also es ist oft eher so eine Reinheit. Schamanismus hat viel Dunkelheit. Das ist vielleicht gar nicht so sehr für Phosphor. Genau, also Menschen, bei denen du siehst, die schweben schon wirklich nach oben, und man müsste sie eigentlich mit so einem Seil wieder nach unten ziehen. Kommen wir zu dem, was du gesagt hast, Roman. Was? Phosphorbombe. Ja, ich wollte nur ganz kurz was sagen. Ja. Ich habe vor fast 30 Jahren habe ich mit Nina Hagen abgehangen. Ja. Und sie hat mich damals in Kontakt gebracht mit der sogenannten UFO-Ashtar-Command-Szene. Ja. So, und dann war ich bei denen Backstage. Die waren natürlich was Besseres als die anderen, ja, ESOs. Und im Backstage standen die dann alle in weißen Anzügen und waren natürlich die Auserwählten. Und nur Licht, kein Schatten. Ja. Also bis zur Socke alles weiß, und tranken dann Champagner. Und es war Phosphor pur. Ja, und die haben halt gesagt, sie sind die Ersten, die dann halt abgeholt werden. Ja. Und wenn der Strahl da, wenn die UFOs kommen und so, das war Phosphor. Weil sie sind noch da, oder? Ich glaube, die gibt es immer noch. Und die sagen auch seit 30 Jahren, morgen ist es soweit. Ja. Aber es war faszinierend. Es war Phosphor. Und damals wusste ich noch nichts über Homöopathie. Ja, das ist genau das. Habt ihr das im Zoom gehört, die Geschichte? Nein. Ah, okay. Ich gebe es einfach kurz vor. Ja. Roman hat erzählt, dass er mit Nina Hagen, Künstlerin, ich weiß nicht, ob ihr alle Nina Hagen kennt, abgehangen hat, und sie waren dann alle in Verbindung mit UFO, Ashtar, der internationalen galaktischen Armee und so. waren dann im Backstage mit Champagner, allen in weißen Roben. Und das ist ein ganz wundervolles Bild. Das ist genau Phosphor. Ne? Da gibt es keinen Schatten mehr. Sie sind die Auserwählten, die fast Erleuchteten, ne? Genau. Ja. Aber das war dein Traum, ne? Nee, das war echt. Das haben wir live erlebt. Ja. Ja, genau, spirituelle Lehrer, die euch sagen, was ihr machen müsst, um da irgendwie hinzukommen. So, ne? So, das auch immer Phosphor mit reinbringen. Aber auch derjenige, der den Lehrer sucht und vielleicht ins Ashram geht und dann irgendwie nur noch auf seine Erleuchtung hinzukommen. Im richtigen Ashram kann das gut funktionieren, aber es gibt halt sehr viele dieser populären Jesus-Szenen. Einfach mit Vorsicht genießen. Ich würde es gar nicht so verurteilen, weil es hat ja auch ganz viel Kraftvolles, was man da erleben kann.
Aber halt auch am besten, wenn du in deinem Körper bist, wenn du immer auf dem Boden bleibst. Kommen wir zu Phosphor und der Verwendung, wie es nach der Verwendung als Nachtlampe noch verwendet wurde. Und ein großes Thema ist es im Krieg gewesen. Also es gibt die sogenannte Phosphorbombe. Phosphor, dieser weiße Phosphor, wurde als Füllmaterial für Brandbomben verwendet und dann in Kombination mit Kautschuk. Kautschuk kennen wir alle aus der Herstellung für Gummi, also ist ein sehr klebriger Stoff. Wir haben das vorhin schon gesagt, Phosphor entzündet sich selbst. Und in Reaktion in so einer Bombe ist es eine Streubombe, die diesen Phosphor über Leute ausbreitet. Das bleibt dann auf der Haut. Und du kannst Phosphor nicht einfach löschen. Du kannst da Wasser drüber geben, aber das ist egal, das ist kurz gelöscht und entzündet sich dann wieder selbst. Die einzige Möglichkeit, es zu machen, ist es von Sauerstoff zu trennen, das heißt mit Sand zu übergießen, bis es wirklich erlöschen kann. Darum waren auf den alten Berliner Dachböden überall Kisten mit weißem Sand. Weil wenn da Phosphorbomben durchgegangen sind, die haben nicht so viel explosiv kaputt gemacht, sondern die haben dann einfach angefangen zu brennen. Die wurden ja auch immer in Kombination mit Explosivbomben geworfen. Ja? Und dann musste man diesen Sand, ich kann mich noch erinnern, Wartestraße, Neukölln, oben auf dem Dachboden gab es da auch noch diese Kisten mit diesem Sand. Ja, es ist wahnsinnig böse. Ja. Es finden sich jetzt immer noch Phosphorreste an der Nordsee und Ostsee, glaube ich auch. An Usedom finden sich ganz viele Bomben. Genau, aber es finden sich auch kleine weiße Phosphorreste am Strand, die gerne mit Bernstein verwechselt werden. Und die Leute verbrennen sich, weil sie den Bernstein mitnehmen und dann in ihre Hosentaschen machen. Und ab einer gewissen Temperatur, über 35 Grad oder so, fängt es an zu brennen. Und sie haben aber auf einmal weißen Phosphor in der Tasche, weil der so auch ähnlich ausschaut wie Bernstein. Also falls ihr mal Bernstein sammeln geht, immer in den Plastikbehälter. Also es ist super schwer auszukriegen, wie Andreas gerade gesagt hat, diese Sand, der dafür notwendig ist. Und in Kombination mit Kautschuk versuchst du dann mit der einen Hand diese brennende Stelle auszumachen. Dabei verteilt sich es auf die andere Hand, es klebt, verteilt es am ganzen Körper und ist nicht mehr abzuwischen. Sonst könnte es vielleicht noch von deinem Körper entfernen. Und dieser Kautschuk sorgt dafür, dass es halt auf deiner Haut bleibt. Es ist wahnsinnig schrecklich. Ich hab mir überlegt, ob ich Bilder von den Verletzungen mitbringe. Ich habe mich dagegen entschieden. Wer einen guten Magen hat, empfehle ich es trotzdem mal anzugucken, weil das auch diese Destruktivität nochmal zeigt, die dieses Mittel in sich trägt. Es sind riesige Brandblasen, richtig schlimme Verletzungen. Also ganz schlimmes Brennen bis aufs Fleisch runter. Dieses Bild ist aus dem Gazastreifen von 2023. Und laut der Genfer Konvention ist es eigentlich verboten, Phosphorbomben einzusetzen. Und Deutschland produziert sie zum Beispiel auch nicht mehr. Aber es werden immer wieder Phosphorbomben gesehen im Einsatz. Offiziell verneinen sie es und sie sagen dann, sie verwenden den schwarzen oder roten Phosphor, der nicht so giftig ist und dieses Brennen in dieser Form nicht hat, um Rauch zu erzeugen. Aber es wird halt immer wieder beobachtet, dass weißer Phosphor als Kampfmittel verwendet wird. Auch im Ukraine-Krieg zum Beispiel. Was schwer zu verurteilen ist. Verbrennt bei 2000 Grad, glaube ich, hatte ich mal in der Sendung. 2000 Grad. Ja, wenn er voll brennt. Genau, also wenn er heiß wird, wird er, glaube ich, ein bisschen weniger, 1400 Grad heiß. Also, genau. Das ist dann die Temperatur auf deiner Haut, die du nicht abbekommst. Also es ist wirklich, das ist schrecklich. Ja. Was der Geisen lässt sich nicht leicht abschreiben. Genau. Und das ist ein Thema, das wir finden bei diesen Mitteln. Das sind brennende Schmerzen. Brennende Schmerzen an den Extremitäten, kann in Verbindung mit Hautausschlag sein, bei Hautausschlag immer an Sulfur denken, unser größtes psorisches Mittel für brennende Hautausschläge, juckende Hautausschläge. Brennende Schmerzen, auch Arsen. Und die Idee heißt immer Differentialdiagnostik. Das heißt, wir gucken, welche anderen Mittel ähnliche Symptome haben.
Es ist immer hilfreich, das mit zu notieren, damit ihr später gucken könnt. Kaustikum, ganz großes Mittel für starke Verklemmungen. Aber eben Phosphor auch. Verbrennung, Rötung, Funktionseinschränkung, Schwellung und so, also jetzt die Verbrennung nicht, aber das sind alles Entzündungszeichen. Falls ihr die bei Arne schon gelernt habt, wenn nicht, kommt nicht bald. Genau. Okay. Sitzen schon? Nee. Ich habe dieses aus der Physiotherapie. Achso, okay. Ja, okay. Also, ja. Keine Sorge, es kommt alles. großes Thema: Entzündungen im Körper für Phosphor. Es kann in den Lungen sein, wie wir vorhin beschrieben haben. Kann aber auch eine Magenentzündung sein. Alles, was so ein bisschen brennend auch wirkt, das ist Phosphor. Entzündung hat immer eine Hitze, die das mit sich trägt. Ich habe mich heute für Rot entschieden, um das ein bisschen zu repräsentieren, diese Hitze, die das mit sich trägt. Ein Leitsymptom auch brennende Hände. Das kann auch Lacaninum hat das auch, oder Lycopodium oder Staphylococcus, aber im Phosphor auch. Brennende Hände, dabei aber kalte Füße. Bei Sulfur ganz andersrum, brennende Füße, kalte Hände. Wenn der Phosphor erstmal brennt, wie vorhin schon gesagt, dann brennt er. Dann hört er auch nicht auf zu brennen. Sondern nur, wenn wir ihm den Sauerstoff, die Reaktion, also das Reaktionsmittel eben entziehen. Es ist nicht mit Wasser zu löschen, sondern nur mit Sand, wie ich gerade erzählt habe. Genau, ab Temperatur von 35 Grad. Phosphor brennt für Dinge. Die brennen für Themen. Die haben wahnsinnig Lust. Die können sich super begeistern für irgendetwas. Die finden so ein neues Thema, machen so eine neue Tür auf und denken, ja, geil, ich gehe da jetzt voll rein mit 130% und so. Und ja, nur Licht. Genial. Und dann sind sie auch ganz schnell ausgebrannt. Das ist wie ein Streichholz, das du entzündest. Das ist so, ja, volle Energie, volle Kraft. Und dann ist es weg. Es bin mit meinem Kopf überall gleichzeitig. Und für 10, 15 Minuten mit voller Kraft gehe ich rein. Ich habe das bei dieser Vorbereitung gemerkt. Ich hatte eine Aufmerksamkeitsspanne von so 8 Minuten. Ich musste zwischendurch immer irgendwas anderes machen. Ich habe zwischendurch Serien geguckt oder so. Es ging nicht, keine Chance. Also, die Resonanz für dieses Mittel ist auf jeden Fall da, das habe ich gespürt. Für kurze Zeit so eine absolute Begeisterung und dann wieder verklagt. Und das kann natürlich auch in der Beziehung sein. Ne? Ich verliebe mich so schnell in eine Person. Und so, oh ja, und es ist die beste Person, die ich jemals gesehen habe. Und sie ist wunderschön und oh, die Körperlichkeit, das ist alles genial. Ah, und dann schnarre ich dir. Naja, komm, bestimmt finde ich jemand neuen. Und so. Und diese ganzen schlechten Seiten, die würde ich mir dann lieber nicht angucken. Ich bleibe in diesem Idealbild, das ich mir gemacht habe. Ja, es hat halt meistens nicht so viel mit der Realität zu tun. Also, wenn ihr solche Menschen seht, die so sprudelig sind und spritzig, ist das oft ein Frühstadium von Phosphor, dieser energetische Drang, den sie noch haben, die Welt zu erkunden und zu erleben mit aller Sinnlichkeit, die aber irgendwann auch dazu führen kann, dass sie ausgebrannt sind. Ne? Also ausgebrannt ist auch Burnout. Ich habe irgendwie mit voller Kraft bin ich in die Energie gegangen, habe die Flamme getragen und bin über meine Grenzen gegangen. Immer wieder dieses Thema Grenzenlosigkeit. Und wenn ich das einfach zu oft und zu lange mache, dann ist nichts mehr möglich. Dann ist alles verbrannt. Also auch bei Burnout-Patientinnen gibt es noch viele andere Erschöpfungsmittel, aber können das auch gut mit reinpassen. Phosphor im Endstadium vor Behandlung natürlich. können apathisch sein, können gleichgültig sein, den Kontakt, das Interesse für ihre Umwelt verloren haben und dann gar nicht mehr unbedingt aus dieser narzisstischen Eigenschaft heraus, die sie am Anfang vielleicht noch mit sich tragen, sondern auch aus dieser Erschöpfung, die sie erfahren haben, weil sie sich selbst verbrannt haben. Phosphor kommt als sehr essentieller Bestandteil in unserem Körper vor. In unserer DNA, unserer RNA ist es ein Bindeglied. Es kommt im Energiestoffwechsel vor als ATP, Adenosintriphosphat.
Das ist nicht das reine Phosphor, sondern es ist immer in Phosphatverbindungen. Wird dann vor allem als Apatit auch gefunden in der Natur. Das kann in Kristallverbindungen, Fluor zum Beispiel oder Fluorkristallen sein. In unserem Körper als Hydroxylapatit, das in unseren Knochen eingelagert ist. Das lernt ja also gar auch den Energiestoffwechsel, Citratzyklus. Und 85% unseres Phosphorgehalts im Körpers ist eben als Apatit im Knochen eingelagert. Und dieses Apatit sorgt für Festigkeit, für Bindung. Also das Schöne in der Signatur, die wir hier sehen, das hat die Lösung schon in sich. Ne? Diese Grenzenlosigkeit, die Phosphor besitzt, diese unglaubliche Fähigkeit zur Auflösung und auch zur Verschmelzung, haben sie auf der anderen Seite mit dieser Festigkeit und dieser unglaublichen Geerdetheit schon in sich. Ne? Wenn wir das nicht in unserem Körper hätten, dann würden wir auseinanderfallen. Also es gibt uns auch Halt, um auf dieser Erde zu bleiben. Es gibt unseren Knochen Halt, irgendwie in Verbindung zu sein. Also als Mangel, das heißt in der Homöopathie, hier in der Schule wird euch das oft begegnen, sagen wir dazu Hypoton. Das ist der Mangelzustand eines homöopathischen Mittels und Hyperton, das Gegenteil, ist zu viel, also wenn ich zu viel eines Mittelbildes bin. Im hypotonen Zustand ist Phosphor sehr ätherisch, sehr am Schweben, in der Bewegung, in der Verbindung mit allen, aber es fehlt eben an Substanz, es fehlt an Erdung. Die Patienten sind oft schlank und sagen oft schlank, rote Haare, Sommersprossen, das ist so ein Bild, das man mit Phosphor oft in Verbindung bringt, können bis zur Abgemagertheit sein, also vielleicht auch in so ein Anorexie-Mittelbild könnte man hineingucken. Wenn ich auch gar nicht mehr das Verlangen habe, auf der Erde zu sein, also ein Mangel an Inkarnation, in diesem letzten apathischen Zustand kann es auch in so eine depressive Form reingehen. Und das drückt sich gerne aus. Ich bin nicht in meinem Körper, also suche ich irgendwie ein Substitut dafür. Und das zeigt sich durch extreme Körperlichkeit. Ich habe wahnsinnige Lust an Körperlichkeit. Ich habe wahnsinnige Lust an Massagen, berührt werden, kuscheln, küssen, in die Verbindung gehen, mich reiben. Mich reiben an Menschen erzeugt Wärme, erzeugt Verbindung, erzeugt eine Möglichkeit, mich selbst zu spüren. Wenn ich doch irgendwie das alleine nicht hinbekomme, dann immer gerne in Verbindung mit anderen. Das ist so ein ganz typisches Bild für Phosphor, das uns immer wieder begegnet. Also wenn ihr so ein bisschen guckt, so auf dieser Schule sind viele phosphorische Menschen unterwegs, einfach an dieser Lust, an diesem Weg, das, in der Leibarbeit, die euch zum Beispiel begegnet, wenn ihr da so Menschen mit Leidenschaftlichkeit dahinter seht, die am liebsten den ganzen Tag nur auf dem Boden sich beleiden und kuscheln möchten. Sehr phosphorisches Wesen. Ohne das zu verurteilen, ich finde es auch super. Also. Ein Mangel an etwas bedeutet ja oft auch eine Überbetonung auf der anderen Seite. Also es gibt ja zwei Möglichkeiten, so einen Mangel auszugleichen. Entweder ich gebe was auf den Mangel oder ich nehme was von der Überbetonung, aber das Ergebnis ist so ein bisschen dasselbe. Die Überbetonung ist oft eben auf dem dritten Auge und im Kronenchakra. Also eine starke Verbindung nach oben ans Universum, ans Göttliche, eine starke Hellsichtigkeit, ein sehr, sehr hellsichtiges Mittel, Menschen, die super spüren können, die Dinge wahrnehmen, aber vielleicht auch gar nicht so sehr, dass sie gar nicht mehr unterscheiden können, was ist eigentlich meins, was ist deins, denn wir sind ja alle eins und in Verschmelzung. Aber wenn ich dann nicht mehr weiß, wie ich bin, wie gesagt, kommen wir schnell in die Richtung der Psychotik. Und es ist wichtig, wieder auf den Boden zurückzukehren, wieder in den eigenen Körper zu kommen. Vielleicht die nächste Meditation nicht aufs dritte Auge, sondern auf die Krone, sondern ins Hara zu machen, ins Wurzelchakra, im Wald zu baden, im Baum zu umarmen. Genau. Alles ganz wundervolle Möglichkeiten und Methodiken für Phosphor wieder auf den Boden zu kommen.
hier zu benennen ist vielleicht noch genau dieser Mangel an Sinn für die Gefahr, die das mit sich trägt. Kennt jemand von euch Carlos Castaneda? Mhm. Ja? Die Lehren des Don Juan und alle fortführenden Bücher. Etwas, das der, also es geht um einen jungen Amerikaner, der zu einem mexikanischen Indianer kommt und bei ihm die Magie lernt. Das ist so die Kurzessenz des Buchs, ist komplexer. Und Don Juan, sein Lehrer, was er eben immer wieder erwähnt, ist, alsbald er sich für diesen Weg entschieden hat, Zauberer, Schamane oder was auch immer zu sein, ist jeder Moment seines Lebens, spielt er auch mit dem Tod. Also die Verbindung zum Tod und zum Sterben ist immer da. Denn jede Entscheidung, die er trifft, hat radikale Konsequenzen. Und ihm ist immer bewusst, dass er mit jeder magischen Entscheidung und jeder Magie, die er lebt, auch sterben kann. Das ist der Wetteinsatz für diese Kraft und Macht. Und das ist natürlich erstmal ein bisschen angsteinflößend, weil es eine große Verantwortung für mein eigenes Leben, was auch für mein Umfeld ist. Und das ist etwas, was Phosphor gerne nicht so gerne hat. Nicht so gerne wahrnimmt, dass mit dieser Kraft in der Hellsichtigkeit zu sein, in die Anderswelten zu schauen, hat natürlich auch diese Gefahr kommt. Ne? Also es hat Konsequenzen, was ich tue. Es kann Auswirkungen auf andere Leute haben. Wenn es um die schwarze magische Richtung geht, es kann aber auch Auswirkungen auf mich selbst haben. Also ich spiele in Anführungszeichen immer ein bisschen mit meinem Leben. Das muss kein Spiel sein, wenn man es respektvoll behandelt. Aber das ist der Einsatz bist du selbst. Und dafür muss man nicht magisch sein. Das ist mit allem, was wir tun auf dieser Welt. Ne? Also es ist unser Leben. Und wenn wir uns etwas trauen, irgendwas im Weg zu gehen, so ist es halt unser Leben, das wir damit einsetzen. Sei es jetzt Zeit, sei es Energie, aber es ist immer etwas, das von uns kommt. Und das ist noch ganz spannend, vielleicht mit einzubeziehen, dass der phosphorische Mensch sich dessen, vielleicht nicht bewusst ist, aber sich einfach nicht gerne. Phosphor, wie es auf unserer Welt gefunden ist, immer in Phosphat oder meistens in Phosphatverbindungen, eben als Apatit oder ganz vieles Abbaus passiert aus Guano, also aus Kotresten, die dann konzentriert werden. Und somit kriegen wir unseren Phosphor, den wir verwenden. Und 90% dieses abgebauten Phosphors auf der Welt wird als Düngemittel verwendet. Macht jetzt auch Sinn, früher haben wir einfach den Kot oder die Exkremente verwendet, um unsere Felder zu düngen. Jetzt macht man es halt mit chemischen Mitteln bzw. konzentrierten Phosphor, der Düngemittel beigegeben wird. Zu viel Düngung kann zu einer Form führen, das nennt sich Geilwuchs. Also so diese vergeilten Triebe entstehen oft durch Lichtmangel und die wollen dann zu schnell zum Licht wachsen. Und dadurch, dass sie dann austreiben, das passiert zum Beispiel oft im Winter, werden die instabil, werden zu lang, werden dünn. Und ich finde, das ist eine wahnsinnig schöne Signatur für Phosphor. Phosphor strebt zum Licht, am liebsten schnell zur Erleuchtung. Und dann treiben die aus, obwohl es noch gar nicht die Zeit ist, auszutreiben, obwohl ich doch eigentlich erstmal noch in der Wurzel bleiben sollte. Es ist Winter und dann werden die zu lang, sind zu dünn, sind instabil. Also, und das passiert aufgrund der Überdüngung. Und das ist so ein bisschen so ein phosphorisches Ding. Also ich bin überdüngt mit zu vielen Dingen, die ich gleichzeitig machen wollte, anstatt an einer Stelle zu bleiben, bin ich ausgebrannt. Dazu gehört schneller Stoffwechsel, Hyperthyreose, auch so ein Bild, ne? Alles, was irgendwie schnell ist, also die Rötung der Haut, also Schilddrüsenüberfunktion. Kann man da, ist ein sehr passendes Bild, was da wieder auch mit reinkommt. Eine zu schnelle Reaktion. Mein ehemaliger Psychotherapeut und Zen-Lehrer hat auch mal einen schönen Spruch gesagt, auch mich als phosphorisches Wesen, das zeige ich mal mit euch,
und dem Mangel an Erdung, den ich da so hatte, und meinte, ja, also sie können jetzt überall hingehen und sich die ganze Welt angucken. Und da ging es ein bisschen um die spirituelle Werdung und in welche Richtung das gehen soll. Und man kann überall buddeln und graben und ein bisschen an der Oberfläche kratzen und schauen, wie schaut es aus? Ah ja, und dann schaue ich mir das nächste an, das ist ja auch eine schöne spirituelle Richtung. Ah ja, ach Yoga, ach Zen, ah ja, ach die Kashmir, ah ja, cool. Ja, alles cool, Informationen sammeln, das ist wichtig, irgendwie zu gucken, was resoniert mit einem. Aber irgendwann muss man sich halt hinsetzen, muss anfangen zu buddeln, in die Tiefe gehen, Wurzeln schlagen. Qigong stehen bleiben und weiter rudeln, tiefer graben. Und dann führen alle diese Wege irgendwie in die Mitte. Ne? Also die führen alle zum Ursprung, zum Ziel, je nachdem, wie man das nennen möchte. Aber irgendwann muss man halt buddeln, wenn man es ernsthaft betreiben will. Und das ist nicht so das Phosphorische Ding. Die bleiben gerne an der Oberfläche, schauen sich alles an, kratzen überall und so. Und das ist ja auch wichtig, die sind viel aktiv, viel unterwegs, haben auch ein großes Verständnis für all diese Sachen, nur oft die Tiefe fehlt halt. Also, gute Erdung ist das Buddeln, sowohl mit den Händen im Garten. Gartenarbeit ist etwas, das phosphorischen Menschen unglaublich gut tut, im Wald zu sein und eben sich auf die Erde zu konzentrieren. Nicht alles schnell und hektisch machen, sondern langsam sein, langsam essen, dann klappt es auch besser mit der Verdauung. Langsam reden, dann klappt es auch besser mit dem Verständnis. Genau. Apropos Essen. Phosphate sind auch etwas, das wir in unseren Nahrungsmitteln sehr gerne wiederfinden. Vor allem in Cola. Deswegen ist es auch so ein bisschen in Verrufung geraten. Also egal, ob jetzt mit Zucker oder ohne Zucker, weil es so viele Phosphate in sich hält. Und diese ganzen Phosphate hindern die Kalziumaufnahme. Deswegen sagt man auch jetzt, Menschen, die zur Osteoporose neigen, was halt statistisch gesehen einfach Frauen ab einem gewissen Alter sind, sollten vielleicht nicht mehr so viel Cola trinken und nicht mehr so viel Phosphate zu sich nehmen, weil es die Kalziumablagerung im Körper, Einlagerung im Körper eben auch verhindert. Cola ist Stabilisator auch in der Wurst, in ganz vielen Wurstprodukten, aber auch sowas wie Schmelzkäse oder in Milch und Joghurt zu finden. Und Cola und Wurst sind so die Lieblingsessen von Phosphor. Also wenn so ein Patient so richtig Bock auf Cola und richtig Bock auf Wurst hat, kann man gerne an Phosphor denken. Bei Wurst ganz stark Salami. Ah. Salami, ungarische Salami, Phosphor sechswertig. Schokoladeneis. Oh, bitte? Schokoladeneis auch, ne? Ja? Ja, ja. Ja. Wieso da oben? Ja, da weiß ich gar nicht, dass ich. Ja, kann gut sein, Schokoladeneis auch. Ja. Genau. Ja, ich habe mir gestern Abend noch eine Flasche Cola gekauft. Das war echt auch. Ich muss ein bisschen lachen, weil so viele Sachen passieren. Ich komme dann so nachts. Ich habe super viel Wurst gegessen in letzter Zeit. Und immer wenn ich dann in so eine Katharsis komme bei so einem Vortrag, dann irgendwann hört es dann auch wieder auf. Ich denke, ah ja, doch, das war das. Okay. Muss mir doch keine Sorgen um mich machen. Ich habe oft gehört, oder in Vorträgen von dem Kokain und Koffein und so allem, aber dann auch natürlich sowas wie Ecstasy, oder? Ja. Ecstasy ist eine typische Phosphordroge. Ja. Lieben die sehr. Ja, genau, weil Speed ist ja was anderes wieder. Das ist ja, das hast du mal erwähnt bei Dark Loopy, glaube ich. Ja. Aber dieses Ecstasy und Ekstase, ne? Genau, Red Bull, also Energy Drinks. Ja, also Ecstasy ist natürlich interessant, weil du in diesen Liebeszustand kommst, in diesen Zustand der Verschmelzung, eins sein mit allem, kuscheln und rummachen und knutschen und fummeln und so. Super phosphorisch. Ja, macht ja auch Spaß, na klar. Super. Hat natürlich auch starke Nebenwirkungen, wie Depressivität ist auch Serotonin-Wiederaufnahme im Magen, mit Vorsicht zu genießen. Genau, also sehr lustvoll, dieser phosphorische Mensch. Ganz viel Bock auf Kontakt und Nähe und so weiter. Auf all die leichten Sachen im Leben. Die leichten Sachen sind halt auch oft Abkürzungen, die dann Konsequenzen haben. Also ich kann Ecstasy nehmen,
muss aber auch mit den Nebenwirkungen die Woche oder vielleicht Monate danach rechnen, der Psychokrater. Typisch ist eben Kokain, die lieben Kokain. Ja, Ego-Push, richtig geil. Ich bin noch geiler, als ich gedacht habe. Ja, super, komm, eine Woche noch, ja geil, und weiter. Und so ein Push nach vorne und dann so ein Brennen und mich präsentieren. Also mehr als ein Mittelpunkt als auf Koks kann ich ja nicht sein. Perfekt, perfektes Fortbewegen. Koffein, auch was, so das pusht mich, gibt mir Energie, gibt mir Kraft. Aber wer es kennt, weiß, Koffein gibt keine Energie, sondern wirkt halt in dieser Weile, uns das vorzugaukeln. Wir hatten das, aber die Energie ist ja nicht einfach mehr da. Sondern es verhindert das Schläfrigsein. Genau. Also. Eine Anmerkung noch, ganz kurz. Ja, gerne. Wenn man Dünger nimmt für den Rasen, da ist ja auch viel Phosphat drin. Ja. Der schießt ja nach oben, aber es hat keinen Bestand. Ja. Nicht richtig Substanz, eine Dauerhaftigkeit. Und viele junge Menschen trinken ja gerne Cola, hast du ja gesagt, da sind ja viele Phosphate drin oder Phosphorsäure. Ja. Und wir haben ja bei jungen Menschen auffällig großes, also Längenwachstum, so nehme ich das wahr. Ja, ja. Das ist auch mit dem Wachstum, Knochenstoffwechsel irgendwie zu tun hat, dass das einen Einfluss hat, dass die so schießen. Ja. Kann eine Verbindung sein, oder? Ja. Ja, also gute Gedanke, ja. Und damit auch bedingt eine Haltlosigkeit. Ja. Naja, es passt ja auch in diese Idee so vom Teenager-Sein dann. Also ich bin in der Pubertät, sitze eh Hormone, alles irgendwie klar, ich bin noch gar nicht klar, wer ich bin. Dann wachse ich in die Höhe und also ich glaube, so Phosphor, sehr interessantes Mittel auch für pubertierende Menschen. Ja. Ob man jetzt die Verbindung von Coca-Cola und Großwuchs schon mal untersucht hat? Wäre ja interessant. Ich glaube ja. Ja? Okay. Also natürlich klar auch der Zeitgeist, ne? Man will nicht mehr geerdet sein, man will nicht mehr verwurzelt sein, alles höher, schneller, weiter. Ja. Aber ich habe, ja. Gibt glaube ich Studien, Coca-Cola und das alles. Ja. Zucker und Coca-Cola, Phosphor. Klar. Ich muss das, weil ich liebe Cola, also das ist sehr krass. Also eine kalte Cola. Aber kleine Glasflasche. Ja, genau, würde nicht so auf verzichten wollen. Was ist nicht so viel hier, ist noch ein Ablassen. Ein bisschen Salami dazu. Ja, ich weiß. Komme ich zum letzten Punkt, den ich habe versucht, so ein bisschen aus der Signatur herzuleiten, aber das war dann, hat sich angefühlt, dass ich das aus den Fingern saugen, deswegen. Erwähne ich es einfach so. Phosphor ist das Mittel mit den meisten Ängsten, die wir haben. Also, es gibt vielleicht noch ein paar andere, aber es gibt definitiv noch ein paar andere, aber Phosphor ist ein Mittel mit sehr, sehr, sehr vielen Ängsten. Angst um Gesundheit, also Phosphor, wenn die Angst um ihre eigene Gesundheit haben, aber auch bei anderen, die rennen sofort zum Arzt und Arzt besser drauf. Großes DD-Arsen, die sind ja sehr ähnlich, da ist die Anwesenheit als Arztes, gibt schon Sicherheit, dass das doch alles okay ist. Rufen auch gerne an, wenn sie nicht weiter wissen. Ist ja auch wichtig, irgendwie, wenn ihr jemanden habt, eine Patientin, die euch schon das 15. Mal am Tag anruft und so, habt ihr auch eine Idee, was das dann in welche Richtung das gehen soll. Also Phosphor, Arsen, immer da weg. Unglaubliche Angst vorm Alleinsein. Macht ja irgendwie auch Sinn, also ich bin nicht in meinem Körper, kann mich selbst gar nicht so spüren, ich spüre mich vor allem durch meine Reaktionsfähigkeit mit anderen und dafür brauche ich andere, um mich zu spüren. Das ist so ein bisschen dieses Phosphor-Ding, ne? Also ist alleine sein nicht so wahnsinnig hilfreich. Gesellschaft bessert, in Gesellschaft zu sein mit anderen, also im körperlichen Austausch zu sein mit anderen bessert und Trost bessert. Ein großes Ding, die Fesatilla, die Kuhschelle kommt auch noch dazu, irgendwann auch wichtig für Trost bessert. Und das kann natürlich so weit gehen, dass es in eine Kontaktsucht geht, dass ich gar nicht mehr in der Lage bin, alleine zu sein, sondern irgendwie von einem zum nächsten springe, vielleicht auch Menschen, die ganz oft ihre Beziehung wechseln, aus einem raus sind, sofort ins nächste, aus der Angst irgendwie
alleine zu sein, denn mit der Ruhe kommen ja oft auch manchmal die Gedanken und eine Schwere, was eigentlich wirklich gerade los ist. Da muss ich mich wirklich spüren. Spüren ist nicht immer nur angenehm. Da spüre ich aber immer auch Sachen wie Schmerz, Trauer, Angst und so. Das sind alles Gefühle, die das ist nicht leicht, das ist herausfordernd, mich wirklich dieser Sache auch zu stellen, in meinem Körper zu bleiben, bei mir zu bleiben, bei meinen Gefühlen zu bleiben. Angst um andere, also machen sich ganz viele Sorgen um die Gesundheit, was bei ihnen los ist, ist auch ein sehr philosophisches Ding. Hat Arsen auch, ne? Arsen auch ganz stark wieder, genau, richtig. Angst vor Dunkelheit. Dunkelheit ist natürlich das Gegenteil von Licht, die Abwesenheit von Licht. Ich bin dieses lichtvolle Wesen, die Dunkelheit nimmt mich aus diesem Bekannten raus, ins Unbekannte, mit dem ich ja mich nicht sehr beschäftige. Auch auf diesem Weg dahin, mit Zwielicht, in der Dämmerung, alles, was in der Übergang von Licht und Dunkelheit ist, findet Phosphorus wahnsinnig gut. Angst vor dem Tod. Angst davor zu sterben. Deswegen werde ich natürlich auch unbedingt in die Erleuchtung gehen. Wenn ich das vorher schaffe, dann muss ich mich mit solchen Thematiken, die in der Natur vorkommen, gar nicht mehr auseinandersetzen. Und ganz wichtig auch ein großer unterschiedlicher Punkt, Angst vor Gewitter. Phosphor hat riesige Angst vor Gewitter, aber auch so Sachen wie Feuerwerk, Sturm, kann aber auch irgendwie laute Knalle oder sowas sein. Bei Tieren ist es zum Beispiel, es gibt oft so Hunde, die, ich war früher viel auf Zypern, da ist es so, da gibt es so Jagdhunde, die werden dann eine Saison lang genommen und großgezogen und da hofft man, dass die irgendwie fähig sind als Jagdhund. Und wenn die aber zum Beispiel Angst vor Gewehrschüssen haben, dann werden die einfach rausgelassen. Dann werden die ausgebildet, deswegen gibt es super viele Wildhunde auf Zypern, dass alles irgendwie Jagdhunde waren, die nicht fähig genug sind. Und wenn man so einen Hund hat, der vielleicht so traumatische Erfahrungen gemacht hat, Angst vor Gewitter, Tiere an Silvester oder sowas, oder eben Angst vor Schüssen für den Jagdhund, an Phosphor denken, wahnsinnig hilfreich ist mit den Tieren. Genau, ich glaube, das war's von mir. Wow. Genau, wir haben hier noch so ein schönes Arzneimittelbild. Der phosphorische Patient strahlt und erleuchtet. Die Modalitäten, die kriegt ihr auf. Also ich habe ein Skript vorbereitet, das schicke ich einer Person von euch noch zu. Das könnt ihr untereinander teilen mit der Präsentation. Da steht noch ein bisschen drauf, was besser, das sind kalte Getränke und Speisen. Was ist verschlechtert, das ist eben, wie gesagt, schon die Dämmerung, die Dunkelheit. Liegen auf der linken Seite, alles ist so linksseitig betont und die Darmprobleme haben auch oft auf der linken Seite und dann ist es nicht so schön auf der schmerzhaften Seite zu liegen. Da denkt man natürlich, es gibt aber Mittel, die gerne auf der schmerzhaften Seite liegen. Also es sind dann alles so Sachen, die man sich dann notieren kann in der Anamnese. Und genau, ein schönes Bild, wie schnell sie entbrennen und dann aber auch wieder verbrennen. Okay. Wunderbar. Vielen, vielen Dank.